Ja, grüß euch, schon vom Buschmatte-Kanal. Heute im Wald. Hier bin ich gerade im Camp von unserem lokalen Waldkindergarten. Finde ich super, solche Einrichtungen, dass die Kids schon ganz früh irgendwie den Kontakt zur Natur erhalten. Und das ist ein Vorteil, wenn man so am Land lebt. Die meisten Kinder hier wissen noch, was da gerade vorbeigehoppelt ist, nämlich der Feldhase. Ja, freue mich, wenn ihr mich heute begleitet. Und gehen wir. Ich habe an meiner Hängematte noch eine weitere Verbesserung vorgenommen. Und zwar hier dieses Seil, nennt man Ridgeline. Und das dient dazu, die Hängematte immer in der konstanten Durchbiegung zu halten, die besonders bequem ist, auch wenn man die Hängematte immer weiter spannt. Also in den Aufhängepunkten kann man es weiter spannen oder enger spannen, je nachdem wie halt die Umgebung ist. Über die Wubislings, die ich in dem anderen Video schon mal gezeigt habe, kann man die ja verstellen und auch auf größere Distanzen jetzt spannen. Aber die Durchbiegung bleibt immer gleich. Am Anfang habe ich öfter auch den Fehler gemacht, es einfach zu fest zu spannen und dann ist die Hängematte zu gerade und das ist einfach nicht so besonders bequem. So diese Durchbiegung funktioniert für mich besonders gut. Auch die Ridgeline hier habe ich als Wuppisling ausgeführt oder gebaut. Das heißt, auch die kann ich nochmal verstellen, so dass ich die Durchbiegung auch verstellen kann noch im Nachhinein. Es gibt da eine Formel, was besonders bequem sein soll. Das sind 83% der Länge der Hängematte. Aber wie gesagt, mit der Wuppisling kann ich das so einstellen, wie es mir gerade an dem Tag taugt. Hier die beiden Soft Shackles, die beiden Karabiner sozusagen aus Dyneema, habe ich in dem letzten Video auch schon gezeigt. Heute habe ich leider bin ich nicht ganz so gut vorbereitet, deswegen musste ich jetzt hier das mit einem Marlins Bike Hitch festmachen. Normalerweise, ich hatte irgendwie mir noch einen zusätzlichen Soft Shackle, so einen Karabiner aus Dyneema gemacht, um das an der Befestigung festmachen zu können, aber irgendwie habe ich den vergessen. Wahrscheinlich ist der zusammen mit meinem zweiten Befestigungsgurt irgendwo und ja, so habe ich heute jetzt mal die Methode vom Carlos verwendet. Danke Carlos fürs Zeigen und fürs Erklären. Das ist nichts weiter als ein normaler Zurgurt. So ein Zurgurt mit so einer Blechschließe, ich zeige die mal.
So. Carlos hatte mal in einem der Videos, in einem der Kommentare gesagt, dass er die als Baumgurte verwendet und einfach da die Blechschließe rausgebaut hat. Habe ich jetzt mal einfach so probiert, habe die Blechschließe natürlich erstmal drin gelassen, mal gucken, ob das funktioniert. Bis auf, dass es neonorange ist, geht es anscheinend genauso gut wie mit den Suspensions. Noch eine zweite Neuerung, die ich euch zeigen möchte, ist eine modifizierte Isomatte. Das war mal eine ganz normale Eversoad-Hängematte, aber die habe ich jetzt zurechtgeschnitten für meine Bedürfnisse. Bei der Hängematte ist es ja so, dass am ehesten die Schultern und der Po kalt werden. Also da braucht man am ehesten eigentlich Schutz. Und deswegen habe ich hier die Hängematte so zurechtgeschnitten, dass sie möglichst wenig Platz wegnimmt. Aber hier an den Seiten noch so Flügelchen gelassen. So Flügelchen gelassen, damit es möglichst breit die Schultern abdeckt. Jo, die lege ich jetzt mal in meine Hängematte. Ja, da bei der Isomatte, da sieht man auch die Umrisse mit dem roten Edding, weil da habe ich mich einfach draufgelegt und meine Frau hat meine Konturen nachgezeichnet, so dass ich eigentlich genau wusste, okay, hier oben, wie man das auf der Kamera erkennt, ist der Kopf und hier dann die Schultern bis hier zu den Oberschenkeln. Und wie gesagt, hier die Flügelchen. Noch ein Vorteil von der Ridgeline ist neben dem, dass die Matte konstant auf Spannung hält, dass man sich auch festhalten kann, wenn man sich reinsetzt. Also so ein Balancepunkt. Und man kann zum Beispiel hervorragend seine Wasserflasche daran anhängen. Auch wenn man kein Tarp oder dergleichen dabei hat. Alternativ dazu könnte man natürlich jetzt auch noch so eine Tasche für Utensilien mit dranhängen oder so ein Netztäschchen. In der Nacht besonders praktisch, kann man auch Taschenlampe mit dranhängen, hat man immer alles sofort griffbereit. Auch schön, dass die Ridgeline über meinem Kopf ist und so auch beim Sitzen in der Hängematte überhaupt nicht stört. Die Isomatte ist super, das schützt schön die kälteempfindlichen Stellen. Was ich jetzt nicht so gut finde an den Isomatten generell in den Hängematten, ist eigentlich so ein bisschen dasselbe wie beim Schlafsack. Die Eversoad-Hängematte, die rutscht nicht in der Hängematte, das heißt, es ist relativ schwierig, da seinen Sweet Spot zu finden. Also normalerweise setze ich mich in die Hängematte und drehe mich ein bisschen. Man soll ja so im 10-Grad-Winkel ungefähr in der Hängematte drin liegen, damit sie besonders gerade und bequem ist. Und mit der Isomatte, die das Rutschen verhindert, ist das nicht ganz so einfach. Das ist ein bisschen so der Nachteil. Beim nächsten Overnighter muss ich mal rausfinden, ob es mit oder ohne wirklich besser ist. So, während ich jetzt in meiner Hängematte mit der Ridgeline hier noch ein bisschen abhänge, wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch und ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao vom Buschmatte-Kanal. Servus.